so und so. Theoretisch könnte ich jetzt eigentlich ausharren. Ha, ich könnte mir die ganzen Schafe sammeln jetzt mit einem Weizen. Das darf ich jetzt bloß nicht verfüttern. Jetzt erstmal wollte ich die Fläche für den Bauernhof fertig machen. Wie spät ist es denn? Die Sonne geht unter. Die Sonne geht so ziemlich immer unter. Da kann man gar nichts dagegen tun. Sobald sie aufgegangen ist, geht sie eigentlich schon wieder unter. Unglaublich. So, wo habe ich denn jetzt eigentlich das Plateau? Ich könnte eigentlich hier vielleicht dicht machen. Will ich da dicht machen? Ha! Okay, ich bin ja eindeutig richtig. Schaut noch ein bisschen unförmig aus. Das muss noch weg. Okay, das kleine Stückchen noch. Und dann hätte ich, glaube ich, den Großteil hier. Oder? Ja, schon. Dann ist alles zumindest mal auf eine Ebene runter. Dann könnte ich hier eigentlich vielleicht noch ergänzen, das Ganze mit der Erde, die ich nicht dabei habe. Ach, fangen wir schon mal mit ein bisschen hier an. Jetzt glaube ich, absolut sinnfrei, aber was soll's. So. Nee, das ganze Gras stört irgendwie. Plopp. Dann hätte ich nochmal Seeds für meine Farm, meine Weizenfarm. Kann ich das da auch gleich reinhauen? Mäh, da folgen sie mir. Haha, hab doch nichts. Ich könnte die Schweine wirklich hierher holen. Hier schon mal einpferchen, so... einpferchen. Schweine einpferchen. Doch, das passt. Schweine pfercht man ein, oder? Also jetzt nicht allgemein, sondern der Begriff war richtig. So. Dann fehlt es nur noch eins. Ihr wächst jetzt alle... Ihr wächst brav, doch, ja. Macht schneller! Die wachsen auch nicht wirklich schnell. Dafür geht der Hunger viel zu schnell runter. Das ist ein großer Baum. Aber so richtig mal. Ach, den lasse ich stehen. Der schaut eigentlich episch aus. Und ich habe immer noch kein Dach. Ich habe ein Flachdach. Das ist ein Flachdach. Das gehört so. Was wollte ich jetzt eigentlich? Was ist denn da? Ach genau, ich wollte auffüllen drüben. Lass mal das Weizen mal hier. Die Sepp. Links, die behalte ich mal kurz. Und eigentlich kann ich das Unterfangen gleich wieder unterbrechen, weil es wird wieder dunkel. Na toll. Dunkel. Hab doch Angst im Dunkeln. Da kommen dann die bösen Viecher, Creeper, Skelette, Viecherzeugs. Ihr wisst schon. Muss ein Buch lesen. Das muss man auch noch implementieren, eigentlich hier. Dass man Buch lesen könnte. Aber wir haben ja jetzt schon Release-Version von dem hier. Werden vermutlich alle Specials kosten, was auch irgendwie eine Frechheit ist. Kriegt das Spiel nicht ganz fertig, die NPCs sind jetzt nicht wirklich fertig, finde ich. Die stehen bloß bei ihnen im Dorf, bei denen im Dorf rum, folgen einem vielleicht mal, aber so wirklich interagieren tun sie ja nicht. Ich finde NPCs sollten da was, ja, mehr können, als nur hinter einem herlaufen. Vor allem bei vielen anderen Spielen, da laufen sie ja nicht zwingend hinter einem her, wenn überhaupt mal. So, was wollte ich nochmal? Ach genau, ich wollte hier drüben planieren. Beziehungsweise die Ebene ein bisschen anheben. So, irgendwie stört es einen schon, wenn man nur 5 Herzen hat, die Hungeranzeige da rumzittert. Aber man überlebt. Was soll man machen? Sollen wir irgendwie noch so eine Fettanzeige, wenn man zu viel gegessen hat, dass man dann immer fetter wird und sich langsamer bewegt und... Ich glaube, das wird zu viel des Guten. Ja, und umgekehrt wäre es natürlich dann halt umgekehrt. Wenn man weniger isst, dann wird man wieder dünner und schmagert dann voll ab, bis man dann selber noch ein Skelett ist. Genau, deswegen mache ich das Gras hier nicht so. Muss Gras loswerden. Ja, dann ist man selber so ein Skelett, kriegt auf einmal einen Bogen in die Hand und terrorisiert in der Nacht andere Mitspieler. So habe ich mir das vorgestellt. So ein bisschen Vampirismus. Das wäre lustig. Ah, du bist ein Vampir und musst deinen Mitspielern das Blut aussaugen. Das wäre fies. In der Sonne verbrennst du wie die anderen Viecher. Ich glaube, so eine Mod gibt's, glaube ich, wirklich. So ein Bucket-Plugin. Ich glaube, sowas habe ich mal gelesen. Kann man sein... Da... Huch. Bloß ich weiß nicht mehr, ob man das automatisch dann hat oder ob man sich die Krankheit dann erst von dem Viech holen muss. Schaut natürlich sehr gekünstelt aus. Vollkommen gerade. Das ist natürlich, das sieht man doch sofort. Oder etwa nicht, das ist doch natürlich. Vollkommen. So, dann, Jo, schaut doch einigermaßen akzeptabel aus. Ja. Huch.
Ja, Gras halt. Und die reiht sich auch noch durch. So. Ich weiß nicht, irgendwie passt mir das noch nicht so ganz. Da noch. Ich hätte gerne einen Weg von da hinten hierher. Dann, ich glaube, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Gefühl dafür, wie das dann hier ausschauen wird. Ich denke, ich werde hier ein Haus auf jeden Fall nochmal hochziehen. Und dann. Hier bei dem Gras kommt ein Tierchen hin. Oder? Doch. Ich glaube, das ist ein Plan. So, und hier muss ich jetzt auf jeden Fall noch das, die Größe hier erweitern. So. So, so, so und so. Ja, ich denke, das dürfte so hinhauen. 14 Seeds, da könnte ich eigentlich mein Feld erweitern. Wäre eine Überlegung wert. Ich habe doch bestimmt Key 13. Dann machen wir den Weg halt später irgendwann. Weizen habe ich noch nicht. Ein Haus. Ein Bauernhaus sozusagen. Wie schaut das aus, aber ein Bauernhaus? Ich denke so. Ich denke, Bauern werden sie nicht so viel geleistet haben. Entweder vermutlich Holz oder Cobbles vielleicht. Na, Dirt bestimmt nicht. Davon habe ich auf jeden Fall jetzt genug. Genau, ich wollte die Ding noch reinpflanzen. Dann brauche ich eigentlich Dirt, damit um das Feld zu erweitern. Dann machen wir das auch gleich. So, dann sind schon mal wieder zwei frei, zwei fertig. Du bist fertig, du bist fertig. Und du da hinten auch. So. Nein, ja genau, das meinte ich, das hasse ich. Ah, das muss ich anders lösen. Da, es waren doch drei. Da. Dann könnte ich da eigentlich direkt neu pflanzen und plopp. So, jetzt brauche ich noch den da drüben. Kommst du her? 13. Dann machen wir halt hier doch dicht. Blub, 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 blub. So. Dann machen wir das hier so und so. Dann kann ich hier das Ganze erweitern. So, dann brauche ich nicht einmal abzählen, weil da drüben ist es ja eigentlich begrenzt. Genau. So und so. Jetzt haben wir da unten nochmal einfach auf 1 dicht. So, und dann passt das nämlich auch. Und hier. Ach, dann ziehen wir halt nochmal die Reihe durch. 32, 2 mal 8, oder? Ja, 2 mal 8, 4 mal 8. Ne, das reicht für eine zweite Feldreihe. So, dann kann ich das hier doch gleich durchziehen. Jetzt, komm, kommst du jetzt hier? So, ich glaube, ich bin hier jetzt durch. Dann brauche ich nur noch den Zaun drüben. Und wo sind die? Ach, die Seeds habe ich ja da direkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da, 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 da. Ein Schaf! Bevor du mir hier aufs Feld springst, kommst du gefälligst mit. Meh. Komm. Ich bin dein Hirte. Ich bin dein Hirte, dein Schäfer, dein Beschützer. Ich schlachte dich zwar irgendwann ab, aber das kann dir egal sein. Genau, du wirst sowieso bloß das Weizen. Komm mit. Komm mit. So, ich schicke schon mal alle auf das Feld hoch. Mäh? Magst du? Magst du? Mäh, komm hoch. Kommt mit. Kommt mit. Mäh. Genau, ich schicke jetzt alle in diesen Topf. In den Topf. Mäh, hallo. Schafe, hallo. Schaf. Also kein Hunger, bist du schon voll, anscheinend. Das mag wirklich nicht. So ein stures Schaf. Das mag wirklich nicht. Die sind ganz wild auf mich und das eine da, das ignoriert mich knallhart. Oder gehen nicht mehr als vier? Das bezweifle ich jetzt mal stark. So, ihr kommt jetzt alle mal hier unten rein. So, so ein Zwischenlager. So. Ja, lasst mich hier in Ruhe. So, ihr bleibt jetzt erstmal dort. Ich könnte es eigentlich gleich hochlocken. Ich habe keine Zäune dabei. Moment. Papi holt kurz Zäune und dann machen wir eine Tour nach oben. So. Dann brauche ich Zäune. Holz müsste ich ja genügend haben in meiner Hütte.
Steine dürfte ich auch noch ein paar haben. 7 Stück. Holz habe ich noch und Nöcher. Okay, so viel sind es auch nicht, aber dann kann ich halt, gehe ich halt nochmal kurz hacken. So, obwohl ich hätte eigentlich gleich so machen können. So. Huch. Sticky, sticky, sticky. So, so, so und so. Und einen ganzen Stack von denen. Dann gehen wir mal direkt hoch. Ich hätte einen Zaunturm mitnehmen müssen. Ah, nochmal zurück. Ein Zaunturm ist gut. Ich glaube, zwei wären besser. So, dann halt nochmal hoch. Ich meine, wie spät ist es? Ach, das geht noch. Schaf, Schafe, meh. Ihr wollt es doch auch, meh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schafe. Ja, geht's denn noch? Meh, komm her, Schafi. Schafi? Meh, du willst es doch auch. Ihr bestimmt auch. Meh.